Endlich ist es wieder soweit. Das erste Grand Slam des Jahres hat heute Nacht begonnen. Die Australian Open 2021 und darüber sprechen wir heute. So, gestern war ja die sportlichste Nacht, würde ich sagen, fast des ganzen Jahres. Erst der Super Bowl, dann nochmal Australian Open, hat angefangen, endlich mal wieder ein Grand Slam, wo auch wieder Zuschauer zugelassen sind, ja, also richtig cool, endlich kommt mal wieder die Atmosphäre auf, die wir von früher kennen, zwar nicht so, wie wir sie kennen, ja, dass die ganze Crowd, sage ich mal, jetzt da Stimmung macht, aber es sind wieder einige Leute zugelassen und es war direkt wieder am ersten Tag sehr spektakulär, gerade noch das letzte Match beendet von Jannik Sinner gegen Denis Shapovalov. Richtig, richtig interessantes, spannendes Spiel, wo es wirklich auf und ab ging und bis zum letzten Punkt dann auch spannend. Für Jannik Sinner meiner Meinung nach auch ein bisschen schwierig, weil er ja vor kurzem noch das Turnier in Melbourne gewonnen hat, das Finale gespielt hat und jetzt direkt in ein 5-Satz-Match reingegangen ist, deswegen an dieser Stelle sehr schwierig. Für mich nochmal hier ist auch ganz wichtig, was eure Meinung ist. Ich würde mal bei euch gerne nachfragen, wer ist euer Turnierfavorit? Wem würdet ihr es zutrauen, die Australian Open in diesem Jahr zu gewinnen? Gerade auch mit diesen erschwerten Bedingungen, wo einige Spieler wirklich in Quarantäne mussten, die anderen Spieler vielleicht teilweise etwas bevorzugt waren mit ihren Trainingsmöglichkeiten. Schreibt mir unbedingt unten in die Kommentare rein, was ihr meint, wer dieses Jahr den Titel nach Hause bringt. Das wird mich sehr, sehr interessieren. Meiner Meinung nach wird es wahrscheinlich wieder unter den Top-Favoriten bleiben. Das heißt, in meinen Augen wird es entweder Djokovic machen oder Nadal. Ja, für mich von Herzen her, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin eigentlich ein sehr großer Nadal-Sympathisant. Ja, deswegen würde es mich freuen, wenn er das Ding nach Hause bringen kann. Aber ich bin natürlich auch offen für jeden anderen Spieler, der sein Geistestennis da rausbringt auf den Platz und wirklich die Leute damit überzeugt. Ja? Deswegen nochmal der Appell hier an dieser Stelle, schreibt mir unten in die Kommentare rein, was ist eure Einschätzung, wer macht das Ganze dieses Jahr. Und dann wollen wir noch einmal kurz auf ein, zwei Matches rüberblicken, die heute schon stattgefunden haben, mit auch deutscher Beteiligung. Ja? Und zwar Alexander Zverev nach dem ersten schwierigen Satz, ja, wo er knapp verloren hat, hat er sich dann wieder eingefunden. Ein Schläger leider musste darunter leiden. Der hat es nicht mehr ausgehalten, über das ganze Match zu kommen. Aber danach hat er sein Spiel gefunden und konnte danach wieder besser spielen, Gas geben und das Match dann auch für sich entscheiden. Bei Angelique Kerber war es so, das war das Spiel, was ich heute Nacht auch noch mitgeguckt habe, in meinem Wechsel zwischen Super Bowl und Tennis, wo ich dann gesehen habe, okay, es ging rasant, sagen wir mal, bergab im ersten Satz. Nach 18 Minuten stand es schon 0-6 für die Amerikanerin Perra. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Und im zweiten Satz stand es dann auch schnell wieder 3-0 für die Amerikanerin. Dann hat sich Kerber so ein bisschen berappelt. Es kam immer mal ein bisschen so ein Peak wieder hoch, wo man dachte, okay, jetzt kann sie kommen, jetzt kann sie es nochmal schaffen. Jetzt kann sie vielleicht nochmal das Ganze für sich wenden. Aber im Endeffekt hat es dann nicht mehr gereicht. Ich glaube, wäre der erste Satz vielleicht nicht so schnell weggegangen, dann wäre es vielleicht noch möglich gewesen, dass man da die Wende schaffen könnte, aber dann hat es leider am Ende nicht mehr gereicht. Und da muss man auch wieder sehen, was haben die Spieler jetzt eigentlich durchgemacht in den letzten Wochen. Kerber war ja auch davon betroffen, dass sie die 14 Tage in die Quarantäne musste, konnte nicht spielen und dann sieht man auch wieder, wie wichtig es ist eigentlich, auch für die Spieler oder gerade für die Spieler auf diesem hohen Niveau im Schlag zu bleiben, ja, die Präzision zu haben, die Genauigkeit zu haben. Da ist es wichtig, immer, immer zu trainieren. Diese Umfänge, die sie normalerweise fahren und dann sagen, 14 Tage kann ich gar kein Tennis spielen, was das für ein Bruch dann auch ist, ja, wie man sich erstmal dann reinfinden muss, erstmal wieder in die Atmosphäre reinkommen, vor teilweise auch Publikum zu spielen, in diese Match-Situation reinzukommen. Nach 14 Tage Pause, also wirklich schwierig, an dieser Stelle auch teilweise dann nachvollziehbar, ja, es ist natürlich so, viele haben das gleiche Problem, dass sie diese 14 Tage nicht spielen konnte, deswegen muss man immer abwägen, okay, die meisten, ja, oder ein Großteil geht wirklich mit der gleichen Ausgangssituation da rein, andere sind dann natürlich ein bisschen bevorzugt, wurde auch heute nochmal im Fernsehen angesprochen, dass die einige Spieler von den Topspielern jetzt die Möglichkeit hatten, in den Kraftraum zu gehen,
öfter vielleicht zu trainieren, sich anders vorbereitet haben. Ja, da muss man natürlich nochmal abgrenzen. Das macht das Ganze natürlich auch wieder zu einem speziellen Turnier, wo man sagt, okay, für den einen oder anderen gibt es Vorteile, für den einen oder anderen gibt es Nachteile. Aber so ist es halt in diesem Jahr und man muss sich damit abfinden. Das nochmal jetzt meine Einschätzung zum ersten Tag. Ich freue mich riesig, dass jetzt wieder jeden Tag Tennis läuft. Ich glaube, ich muss meinen Tagesrhythmus so ein bisschen umstellen, dass ich das meiste von dem Ganzen mitbekomme, dass ich alles hier mitsehen kann, miterleben kann. Und wenn euch das interessiert, wenn ich öfter mal sowas machen soll, jetzt gerade hier zu dem Turnier etwas dazu besprechen, ein bisschen Matches analysieren, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben hier auf diesem Video, schreibt das unten in die Kommentare rein, nochmal als Erinnerung, schreibt euren Favoriten rein und dann wird auf jeden Fall hier an dieser Stelle nochmal mehr zu diesem Thema kommen. Ich wünsche euch jetzt weiterhin viel Spaß bei den nächsten Matches, schaut auf jeden Fall öfter mal rein und wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, ciao.